Weiter geht's mit Teil 2 von den Pflegevorsätzen für das neue Jahr 2022. Falls du Teil 1 zu den Pflegevorsätzen noch nicht gesehen haben solltest, mit den ersten 11 Pflegevorsätzen, dann schau das auf jeden Fall als allererstes an. Und jetzt starten wir mit Teil 2. 12. Vorsatz: Dusche kürzer und kühler. Am besten stellst du die Temperatur in deiner Dusche einfach mal ein bisschen kälter. Und springst auch früher aus der Dusche raus. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern es ist auch gut für deine Haut und für deine Haare. Denn so trocknen deine Haare einfach nicht so schnell aus. Denn wenn du nämlich sehr lange und sehr heiß duscht, dann ist die Gefahr groß, dass deine Haare als auch deine Haut sehr schnell austrocknen. Ein weiterer guter Vorsatz, gerade für die Leute, die sich zum Beispiel aktuell ihre Haare lang wachsen lassen oder grundsätzlich mittellanges bis langes Haar haben, ist die Nutzung eines Haaröls. Ein Haaröl macht eure Haare unfassbar geschmeidig, schützt vor äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel vor UV-Licht, und spendet passend Feuchtigkeit und riecht auch einfach noch hervorragend. Also bei einem Haaröl könnt ihr einfach nur gewinnen. 14. Vorsatz: Finde das richtige Haarstyling-Produkt für dich. Wenn du immer noch diesen ekligen Schleim aus der Mittelschule verwendest, der deine Poren total verstopft und der deine Haare total wet aussehen lässt und deine Haarspitzen einfach nur so spiky aussehen lässt, dann bitte begib dich auf den Weg und such dir das passende Haarstyling-Produkt, was passend für deine Haare und für deine Ziele ist. 15. Vorsatz: Setzt auf gute Unterwäsche. Karl Lagerfeld hat mal gesagt, euer Leben ist außer Kontrolle, wenn ihr Jogginghose tragt. Korte sagt, euer Leben ist unter Kontrolle, wenn ihr eure Unterwäsche aussortiert habt und es keine Löcher mehr irgendwo in einem Boxershort oder in einem Socken ist. Heißt, sortiert alte Unterwäsche aus und legt euch neue, schöne Unterwäsche zu. Das wird auch euer Partner feiern. 16. guter Vorsatz: Erstelle einen Plan für deine Skincare-Routine. Auch wenn du jetzt zum Beispiel nicht gerade unter Akne leidest, vielleicht kommt es trotzdem mal vor, dass du hin und wieder einen Pickel bekommst. Und grundsätzlich wäre es vielleicht von Vorteil, wenn du dir einfach mal einen perfekten Plan machst, wie deine Skincare-Routine aussieht und diesen Plan dann dementsprechend im neuen Jahr befolgst, damit du einfach perfekte, porentief gereinigte Haut hast. Leute, ihr wisst, eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste darf da nicht fehlen. 17. Vorsatz: Halte deinen Atem immer fresh. Und manchmal reicht es da einfach nicht aus, nur zweimal am Tag die Zähne zu putzen. Vielleicht solltest du auch überlegen, zum Beispiel eine Mundspülung zu verwenden. Grundsätzlich solltest du auf jeden Fall auch immer regelmäßig Zahnseide nutzen und vielleicht auch so einen Zungenreiniger verwenden, um einfach deine Zunge auch passend zu säubern, damit dein Atem immer perfekt ist. Nächster guter Vorsatz fürs neue Jahr: Und zwar gönn dir einmal im Monat eine Massage. Das ist nicht nur super entspannend und löst irgendwelche Verspannungen im Nackenbereich, sondern es löst auch manchmal deine Gedanken und du kannst einfach auch mal so ein bisschen runterkommen und einfach grundsätzlich abschalten. 19. Vorsatz: Entferne regelmäßig deine Hornhaut. Die Füße werden oft in Mitleidenschaft gezogen. Wir laufen jeden Tag auf unseren Füßen und gerade auch, wenn wir Sport machen und regelmäßig und viel Sport machen, da kommt dann auch schon ein bisschen Hornhaut zusammen und die sollten wir einfach regelmäßig entfernen. Egal ob mit Pfeile oder mit einem Hornhauthobel, ganz egal. Auf jeden Fall solltest du regelmäßig dich um deine Hornhaut kümmern. Wie wäre es denn, wenn du im neuen Jahr dich einfach ein bisschen mehr um deine Augenbrauen kümmerst? Dazu kannst du zum Beispiel zum Friseur gehen und deine Augenbrauen on point mit einem Faden zupfen lassen. Oder du kannst einfach selbst die Pinzette nehmen und deine Augenbrauen einfach ein bisschen in Ordnung halten. Next one: Nutze ein Peeling für deine Haut. Dazu kannst du zum Beispiel in eine Spa-Area gehen oder einen Wellness-Bereich und das professionell machen lassen. Ist super angenehm. Oder du kaufst einfach ein Peeling für zu Hause und nutzt es selbst regelmäßig. Dann werden einfach alte Hautschüppchen abgetragen und deine Haut wird einfach besser durchblutet und du wirst einfach es auch spüren, denn die Haut fühlt sich anschließend nach einem Peeling wirklich hervorragend an. Und last but not least, Leute, ich habe es eben schon erwähnt, die Füße werden von uns regelmäßig hart beansprucht. Von daher wäre es auch eine super Überlegung, im neuen Jahr einfach mal zur professionellen Fußpflege zu gehen. Such dir eine Podologin deines Vertrauens und lass deine Füße einfach mal richtig schön herrichten. Das lohnt sich auf alle Fälle. So, Leute, das waren jetzt insgesamt 22 Pflegevorsätze für das Jahr 2022. Ich hoffe, ihr konntet euch da was rausziehen und vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Vorsatz noch auf eure Liste draufgepackt. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei euren Vorsätzen, egal ob es im Bereich Pflege ist oder sonst wo. Versucht eure Vorsätze auf jeden Fall durchzuziehen. Ich packe euch auch ein paar Produktlinks unten in die Infobox rein, damit ihr zumindest eure Pflegevorsätze ein bisschen einfacher erreichen könnt. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.